Dass es also nicht pauschal man sagen kann, Technikakzeptanz wird gesteigert oder geschwächt durch diese Krise. Man könnte schon denken, und das wird ja auch in Debatten geäußert, dass es so etwas geben könnte wie eine generelle Erschütterung vielleicht des Fortschrittsglaubens, was Technologie anbetrifft. Das hängt, glaube ich, vom weiteren Verlauf ab und von der weiteren dem generellen Gefühl der Beherrschbarkeit oder eben Nichtbeherrschbarkeit dessen, was wir jetzt als Pandemie erleben. Umgekehrt denke ich, dass eine Akzeptanz für schnellere Prüfungen und Folgenabschätzungen von neuen Technologien dann vielleicht höher sein wird in Zukunft, wenn diese Technologien dringend gebraucht werden. Das heißt also, wenn jetzt ein Impfstoff sozusagen gefunden würde, dann sind, glaube ich, viele geneigt, die gängigen, ja durchaus langwierigen Prüfungen in Bezug auf Sicherheit und Nebenwirkungen und Ähnliches mehr, diese Prüfungen ein Stück weit zu suspendieren. Das glaube ich schon, dass eine Akzeptanz von ungeprüften Risiken dann, wenn die Notwendigkeit dafür gesehen wird, in Zukunft größer sein wird. Was auch heißt, dass ein bestimmter Typus von technologiebezogener Forschung mehr Akzeptanz finden könnte in Zukunft, nämlich sehr eng finalisierte, also auf ganz bestimmte, klare Anwendungsbezüge, die allen als notwendig erscheinen und als eilig erscheinen, bezogene Forschungen. Die werden, denke ich mir, in Zukunft möglicherweise sogar auf höhere Akzeptanz stoßen. Da kann Akzeptanz gewonnen werden, während umgekehrt überall da, wo Verdachtsmomente aufkommen, dass so etwas aus, in Anführungsstriche, niederen Motiven oder aus Fahrlässigkeit solche Technologien aus dem Griff geraten, überall dort wird die Akzeptanz wahrscheinlich eher sinken. Hängt, glaube ich, von der Hartnäckigkeit des Virus ab. Alle wünschen sich, glaube ich, dass man einfach zur Normalität von vorgestern zurückkehren kann. Die Strafe ist natürlich immer eine, die auf dem Fuß folgen kann, dass Lockerungen wieder beendet werden und wieder Maßnahmen, die vorher schon mal da waren, zurückkehren. Und ob das ein ewiges Hin und Her geben wird, ist die Frage. Ich glaube deswegen eher, dass etwas passieren wird, wenn es erforderlich ist und in dem Maße, in dem es erforderlich ist, was man vergleichen könnte mit einem großen historischen Vorgang, den der Soziologe Norbert Elias beschrieben hat, als Prozess der Zivilisation. Wir finden das heute alles selbstverständlich, was die Menschen im Mittelalter nur umständlich gefunden hätten, wie wir essen, wie wir uns reinigen und so weiter und so fort. Das heißt, wir hätten keine Jahrhunderte Zeit, um das zu lernen. Das ist der Unterschied zu dem Elias-Prozess. Aber in ein paar Jahren könnte es so sein, dass bestimmte Dinge, die wir heute auch ganz umständlich und lästig finden, bis hin zum Tragen einer Gesichtsmaske, dass all das alltägliche Routine geworden ist. Und dann hätte sich unser Alltag deutlich geändert. Solche katastrophalen Episoden in der Geschichte einer Gesellschaft können durchaus auch solche positiven Nebenwirkungen sozusagen haben. Ich sehe allerdings bei Corona bisher kein einziges Beispiel, dass so etwas eintreten könnte in Bezug jetzt auf die Frage der Ungleichheit. Ich sehe nur
Und das ist nicht sehr originell, das wird ja von ganz vielen thematisiert, dass Ungleichheiten in bestimmten Hinsichten stark sich verschärfen. Also, dass die soziale Herkunft, die in Deutschland ja ohnehin schon die Bildungschancen stark beeinflusst, dass das jetzt noch zunimmt, liest und hört man überall und ich erlebe es an meinen Studierenden. Das heißt, die soziale Selektion an den Universitäten, aber natürlich auch an den Schulen wird wieder deutlich sich verschärfen. Und das heißt, das ist ein Rückschritt, der wahrscheinlich Jahre wieder zunichte macht von kleinen Fortschritten, die wir gehabt haben. Das ist also ein Aspekt in Bezug auf Ungleichheit, der sehr offensichtlich ist. Ich frage mich, ob in einer anderen Hinsicht noch ein gewisses Legitimationsproblem eintreten wird, nämlich bei dem ungleichen Zugang zu bestimmten Technologien, die sozusagen Corona-Folgen für die Lebensführung kompensieren oder zumindest mildern können. Also, ob so etwas wie der Slogan Technologiezugang als Bürgerrecht, so wie Dahrendorf in den 60er Jahren Bildung als Bürgerrecht proklamiert hatte, ob so ein Slogan demnächst aufkommen könnte. Das kann ich mir also vorstellen, weil sonst die Ungleichheiten, und das betrifft ja nicht nur die Bildung, das betrifft auch die Arbeitschancen und ähnliches mehr, weil sonst die Ungleichheiten zu vielen zu unerträglich sozusagen erscheinen könnten.